Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Folge Elite Dangerous. Und diese Folge ist etwas Spezielles, etwas Besonderes, etwas, was ich schon sehr lange mir überlege und sehr lange vorhabe zu tun. Ich will euch mein Elite Dangerous zeigen, so wie ich es sehe und so wie ich dieses wunderschöne Spiel jeden Tag aufs Neue erlebe. Ich spiele nicht so oft, wie ich gerne würde, aber wenn, dann seht ihr es, es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und ich mag dieses Spiel. Ich mag das, was ich da sehe. Und ich gerate, während ich meine Flüge mache, doch häufig ins Träumen. Und das finde ich gut. Das gefällt mir. Ich mag dieses Spiel und ich mag diese unbegrenzten Möglichkeiten, die sich damit ergeben, durch ferne Gestirne zu fliegen, Sachen zu entdecken, wirklich wunderschöne Sterne mir anzuschauen oder einfach nur in den Weiten des Alls unterwegs zu sein. Ich habe die letzte Zeit damit verbracht, mit meiner Type 6 Transporter einfach Missionen zu fliegen. Ich wollte einfach ein bisschen handeln, ein bisschen Geld verdienen, das kam dazu. Ich musste auch ein bisschen Geld verdienen, denn ich habe durch den Kauf der Python letztens wahnsinnig viel Geld verloren gehabt und das Geld musste ich wieder reinholen. Also war ich die letzten Tage und Wochen fast pausenlos unterwegs und habe Geld zusammengesammelt für mein neues Projekt, für das Projekt, mit dem ich so viel vorhabe, mit dem ich so viel verbinde. Denn das, was ihr hier seht, ist nur der Anfang. Liebe Freunde, lasst mich euch auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise durch die Weiten von Elite Dangerous. Vielleicht auch bis zum Rand der uns bekannten Galaxie. Denn ich möchte nicht dieses wirklich schöne Spiel nur damit verbringen, auf der Suche nach dem nächsten großen Geldverdienen von A nach B zu fliegen, um einfach noch mehr Geld zu haben. Sondern ich möchte diese wirklich schöne Gegend hier, die wir in unserer Ecke des Universums haben, möchte ich sehen, ich möchte es erleben und ich möchte euch dabei mitnehmen. Und das, ihr seht hier nur die Anfänge, das ist es doch, worum es hier geht. Wir werden uns also in der künftigen Staffel aufmachen, neue Sterne, neue Planeten, neue unbekannte Zivilisationen zu finden. Und wir werden sehr lange unterwegs sein und das ist auch etwas, was ich euch in diesem Video sagen möchte, denn wir werden nicht einfach nur noch hin und her fliegen, Kämpfe bestreiten, sondern wir werden jetzt uns aufmachen ins Unbekannte. Wir werden eine neue Staffel beginnen, denn diese Staffel wird jetzt ein Ende finden und ich möchte euch mitnehmen in mein Elite Dangerous, so wie ich es erlebe, so wie ich es sehe und so wie ich es mir wünsche. Und ihr seht anhand der Schnitte, die ich in diesem Video mache, wie aufwendig diese Videos produziert werden. Das heißt, seht's mir nach, wenn diese Folgen sehr sporadisch kommen werden, aber sie kommen. Und sie kommen nur für dich da draußen. Und ich nehme dich da draußen als Co-Pilot, nehme ich mit. Ich freue mich auf deine Kommentare in diesem Video und ich freue mich auf die Kommentare in der neuen Staffel. Denn wir werden, so wie wir es jetzt machen, werden wir weitermachen. Ich habe jetzt im Augenblick eine wirklich grandiose Möglichkeit, denn ich habe so viel Zeit, dass ich solche Videos produzieren kann. Das ist natürlich keine Stangenware wie bei manch anderen Projekten, wo ich halt einmal Aufnahme, einmal Start drücke und plötzlich läuft das Video und dann drücke ich nochmal und dann ist es vorbei. Sondern diese Videos sind wirklich unheimlich aufwendig produziert. Sie brauchen wahnsinnig viele Stunden Videomaterial, um das Tolle dann am Schluss rauszuschneiden. Aber das ist es doch, worum es hier geht. Wir wollen das Schöne, wirklich das Schöne, was wir in Elite Dangerous finden, geballt und auf einen Nenner gebracht hier zeigen. Und ich sage dazu herzlich willkommen zum Ende dieser Staffel, zum Ende dieses Projekts und zum Beginn eines neuen Projekts, eines viel besseren Projekts, eines qualitativ höherwertigen und auch gleichzeitig wunderschönen Projekts. Und ich lade jeden von euch ein, der diese Staffel, der dieses Projekt immer schon angeguckt hat. Es kommen tolle Zeiten auf euch zu. Und ich freue mich wahnsinnig darüber.
Und ich hoffe, du da draußen tust es genauso. Aber natürlich benötigt das alles ein ganz großes Stückchen Vorbereitung. Und genau deswegen war ich hier unterwegs. Ihr seht es, wie ich gerade lande, wie ich noch ein bisschen Geld verdiene. Ihr seht, ich werde auch immer mal wieder so ein bisschen Spielszenen, was ich tatsächlich eigentlich getan habe. Also es wird nicht stilisiert. Ich möchte euch nicht einfach nur irgendwelche Planeten stückweise zeigen. Ich zeige euch, wie ich hier vorgehe, was ich hier tue, wie ich mich vorbereite auch auf so ein großes Unterfangen, wie eben mehrere Wochen, mehrere Monate ohne Raumhafen, einfach im Outback, draußen zu sein, in den Weiten der Sterne. Und auch dafür nehme ich natürlich Aufträge an. Ich bin permanent dazu angehalten, erstmal Geld zu verdienen und auch unsere Mission eben vorzubereiten, damit wir in den Weiten des Alls unterwegs sein können. Und da freue ich mich auch drauf, dass wir hier eben das alles mal vorbereiten können. Ich zeige euch, wie ich momentan mein ganzes Geld verdiene, und viele von euch können sich daran eben auch orientieren. Was ist es denn? Mit was handle ich? Wieso muss ich, wieso mache ich welchen Auftrag vorher? Jetzt aktuell spielen wir eben im Type 6 Transporter. Der wird allerdings nicht uns auf diese Reise mit begleiten, denn ich werde auf eine Asp Explorer wechseln. Die habe ich ja bereits gekauft. Die ist auch schon fertig ausgerüstet und wartet quasi. Sie sitzt in den Startlöchern und ist bereit, mit uns auf diese Reise zu gehen. Die letzten Vorbereitungen laufen dazu jetzt eben an. Und natürlich auch die Community ist dazu immer eingeladen. Seid dabei, macht mit. Ich werde ab einem gewissen Zeitpunkt werde ich nur noch im öffentlichen Spiel unterwegs sein. Das bedeutet, viele von euch werden mich auf ihrer Weltkarte, die mit mir befreundet sind, werden mich sehen, wie ich auf den Rand des Universums zusteuere, beziehungsweise aufs Zentrum des Universums, wie ich unterwegs sein werde, ganz, ganz weit draußen. Das heißt, wenn ihr euch einloggt, checkt doch einfach mal die galaktische Karte und guckt mal, wenn ihr seht, dass ich online bin, wo ich mich gerade befinde. Ihr könnt live mitverfolgen, mich auf meiner Route ganz weit raus. Ihr könnt, seid natürlich auch herzlich eingeladen, mich irgendwo im absoluten Nichts einfach zu treffen. Wenn ihr seht, ich bin da, setzt euch in eure Kapseln, gebt Vollgas, haut die Nachbrenner rein und kommt doch einfach zu mir. Wir werden zusammen vielleicht irgendwo in einem Bereich einen Mond erkunden, der abertausende Lichtjahre von dem bekannten System entfernt ist. Und das wird hervorragend. Deswegen freuen wir uns alle auf das, was da kommt, denn ich glaube, das wird ein phänomenales neues Projekt werden. Und wir werden in diesem Projekt werden wir sehen, was in Elite alles noch möglich ist. Wir werden Landungen auf Planeten machen, wir werden Sterne uns gezielt angucken, wir werden mit unseren Rovern einfach ins Unbekannte losstarten, Planeten erforschen, die wir für interessant halten. Ich werde dazu ein kleines Projekt starten, das sich Logbuch nennen wird. Und in diesem Logbuch zeige ich euch einfach, wenn ich mal weiterfliege in die Unbekannte, in die Weiten der Sterne, werde ich euch einfach mal, genau wie hier, werde ich euch zeigen, was habe ich eigentlich an diesem Tag in meinem Logbuch getan? Was hat sich getan? Was haben wir gesehen? Was haben wir erkundet? Was haben wir erlebt? Und genau das soll ja unser Logbuch auch sein. Ich werde so eine Art Videotagebuch machen von meiner Reise an den Rand des Universums oder ins Zentrum oder durch das Zentrum an den Rand, je nachdem, wie weit wir kommen werden. Ich werde euch sehr, sehr viele Bilder von Planeten zeigen, sehr viele Landungen auf Planeten, sehr viele Roverfahrten oder einfach auch nur Ansichten, fast schon Postkartenansichten der Galaxie. Ich habe mir da wahnsinnig viele Gedanken zugemacht, wie wir das am einfachsten, am geschicktesten und am schönsten umsetzen können, und sage an dieser Stelle einfach mal danke fürs Dabeisein. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch genauso. Und wir müssen Gefahren überstehen, die wir auf den Reisen durch die Sterne
begegnen werden. Natürlich wie hier, Piraten wird eher nicht so unser Problem sein, aber, es gibt so viel, was gefährlich da draußen ist und wo es vielleicht doch mal ganz schön brenzlig werden wird. Deswegen geht es auf in eine komplett neue Staffel, in auch eine neue Playlist von Elle Dangerous Horizons. Und mit diesen Bildern sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde da draußen. Mein Name ist Zwergtube und willkommen bei meinem Elite Dangerous Horizons.